Ja, hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu diesem VR-Projekt, zu My Genesis. Ja, ich dachte mir, ich brauche ein paar VR-Projekte mehr. Und das Spiel ist mir ins Auge gesprungen. Es war tatsächlich auch günstig, also es ist auch ein recht altes Spiel. Aber ich dachte mir, ey komm, ich brauche mal ein paar VR-Projekte mehr. Bei diesem Spiel bin ich so gesehen Gott. Ich versuche eine Zivilisation aufzubauen, beziehungsweise sie am Leben zu erhalten. Ja, und wie das abläuft, das seht ihr jetzt gleich. Erstmal muss ich meine Macht ausschöpfen. Speicherplatz 1. So. Einmal kurz ausrichten. So. Ich muss jetzt erstmal Tutorial kommen. Wir machen einmal das Tutorial und ich versuche mich einmal durch die erste Welt zuerst. Ich will auch wissen, wie das Projekt bei euch ankommt natürlich. Aber ich werde das sowieso durchziehen, weil ich mehr VR-Projekte brauche. Ja, wo ich schon VR habe. So, und soweit ich das vom Trailer gesehen habe, kann ich gleich mit diesem Planeten hier machen, was ich will. Warte mal, ich steck mal kurz mir den zweiten Kopfhörer rein, weil hier habe ich die Motion Sickness eigentlich relativ wenig. I'm Phoebe, Fairy of the Galaxy, the greatest mentor in the universe. Ich bin gerade blöd, meinen zweiten Kopfhörer zu finden. Hey, what's up with that look? All the creators I've ever taught are now Pantheon rockstars and do a superb job in their respective part of the universe. No pressure, just saying. As a creator, your number one mission so is to protect those who live on the planet from harm of their natural enemies. Ihr habt es gerade gehört, ich muss aufpassen, dass sie nicht durch ihre natürlichen Feinde draufgehen. Hey, hey, stay awake. Does this make sense? Ich bin wach. Noch. As a beginner, you need to be challenged. After you pass the trial, you can goof off on your own and become a creator. Okay. First, let's look at this. Ich bin in dem Planeten drin. This panel board will show the missions you need to complete. When you reach 100%, that means you have passed the test for this planet. Und wie gucke ich jetzt, was genau meine Aufgabe ist? Now let me introduce the allies who live on this planet. Oh, kann ich das einfach irgendwo hinwerfen? But they're very nice and friendly. Ah! Seems like they're all hiding behind the planet. Okay. Oh, is this because I'm too pretty to look at? Ja, natürlich! Try to touch the planet with your hands and press ah, the da ist jetzt die Erklärung. To rotate the planet to find the allies. Ich kann den jetzt so packen und dann so drehen. Oh, guck mal, das sind unsere kleinen Freunde. Hallo! Look at these little guys waving to you. Aren't they just adorable? Wie packe ich die? Ich kann nur den Planeten dann packen. The first mission on this planet, finding the owls. When you've completed a mission, a star will appear on top of the planet. The number okay. of stars represents the number of missions you've completed. Oh, I'm ah. doing a fine okay, job das hat mir einfach nur, ich habe eine Mission geschafft. Okay. A totem just appeared. Altars are being set up around the totem. Activating okay. the totem will bring you new power, but how to do it? It's easy. Use your index finger and thumb to press and hold the T button and okay. the move button to pinch an ally. Wenn ich beide Tasten drücke, kann ich packen. Through ally sincere worship. Ich will dich mal von näher angucken. Boah, bist du knuffig. Kann ich dich als Haustier haben? So, da packe ich dich jetzt hin. Und dich nehme ich und schmeiße ich in die Sonne. Good job. Nee, da another mission and gain the power of rain. Ey, da Spaß dran. See those little sprouts on the ground? Place your hand on top of the sprouts. Los, erkunde es nicht an. Ich habe ihn, keine Sorge. Fantastic. We must have rain for plants to grow. Wie? But be careful. There are limits to your divine power. Ich habe rausgefunden, wie ich Regen mache. Ich lasse es regnen. Even though you'll regain your power slowly, don't abuse it. See? There's something on Ali's head. Du möchtest jetzt hierhin, verstehe ich das richtig? It represents the creature's need, and it looks like they need your help. Observe the bubble carefully, then take Ali to the location specified in the bubble. Ich sehe noch irgendeine Statue. Oh, Ali seems to be building something. Could it be a statue for me? Ja, mein Regen. Mein Regen wird dir Kraft spenden. That statue's not for me, but for you. Beginner level creator. I see how it is. Bunch of small creatures. Naja, von der Frieza hast du es nicht so wirklich gut getroffen bei mir. Außerdem habe ich nicht so fitte Hände. What it means to be a creator. Now, let's move towards another planet. It will be your next challenge. Okay, das war das Tutorial. Ready for this? Du
nochmal dahin. Three, two, one. Hui! Weil ich die werfen kann. Der schwimmt auf jeden Fall. Oh. Ich wollte die Meteoriten greifen. Aber leider habe ich nicht hinbekommen. So, Leute, jetzt haben wir unsere erste richtige Mission. Ich weiß nicht, wie viel dieses Spiel zu liefern hat. Ich weiß nur, wie es aufgebaut ist. Ich habe mir kein Video angeguckt, nichts. We arrived safe and sound at the Ali's original world. Oh, da sind Flüsse, kann ich das schwimmen lassen? Challenges on this planet, and Ali's natural enemy will appear from time to time. Guck mal, der genießt seinen Schwimmen. Na? To protect these little guys while developing their civilization. Hier, komm. Ihr dürft alle mal eine Runde schwimmen. Nee, alle. Ihr geht nein, du gehst schwimmen. So, habt ihr genug geschwommen? Gut. Boah, von hinten wird mir immer warm. Now let's help Ali build their villages. Okay, du möchtest Steinchen finden. Die sehe ich hier. Die zählen nicht? Welche Steinchen willst du? Ach, die willst du. Kann der dir helfen? Du, da. In der Zwischenzeit lasse ich mal alles wachsen, was ich wachsen lassen kann. Ich baue das doch ab! Und du? Weg mit dir! Das stört den aber auch nicht! Well done! This is Ali's first home. Ein Haus. Oh. Das sieht aber hübsch aus. I want to fall in love too. Die beiden sind jetzt verknallt ineinander. Ich habe was gehört, deswegen habe ich mal kurz das Headset abgenommen. Aber war auch mal nur little baby Ali. Meine. So cute. As the population increases, Ali will build new houses. Ja. Da, willst du das? Der Kleine ist hier noch süßer. Warte, bevor du groß bist, will ich dich angucken. Och, bist du knuffig. Geh mal da gucken. Oh, jetzt ist er groß. So, was soll ich jetzt machen? Außer das erwachsen zu lassen. Oh, Bambus. Ah, ich merke, hier habe ich auch noch eine Anzeige. Wie gut ich jetzt wie viel benutzen kann. Jetzt mal im Ernst, was soll ich machen? Ah, okay. Die beiden haben jetzt wieder Hüttenspaß. Ja, da haben wir es auch leicht beobachtet. Und der muss wahrscheinlich wieder an diese Früchte ran. Hallo, du sollst die Früchte futtern. Ach, der will sie unbedingt da essen. Okay. Oh no, meteorites are coming wie? From outer Meteor. Space. Oh. You see the tracks that shows incoming strikes? Hurry! Nein. Use your hands to block them. Oh, wie soll man Hände benutzen? Okay! Good job. Du kriegst sie niemals! Ich verteidige euch mit meinem Leben! Ha! Geht das eigentlich auch, wenn ich einfach nur so halte? Geht das? Ja, das funktioniert auch. Au. Das habe ich. Oh. Möglichkeiten zu sterben. Ach, ich soll die wahrscheinlich auch einfach vom Meteoriten treffen lassen. Du möchtest, glaube ich, hier unten irgendwo hin, oder? Wo willst du denn hin? Oh. Ich habe eine neue Macht gleich. Sehe ich das richtig? Ah, hier drücken. So, was kann ich jetzt?
kann Winde auch beschwören. So, hab deinen Spaß. Die sind noch verwirrt. So, was möchtest du sonst noch? Die haben wieder Spaß. So. Ich denke die ganze Zeit, ich höre irgendwas. Stinkende Blumen kommen. Friss meine Winde! Wasser? Their poisonous stinky gas will hurt the owlies. Do something. Ja, ich besser dich. Look, there's a new holy artifact. Hat das was gebracht? Ich kann auch nicht packen, ne? Fix the holy artifact so you can use it. Du da. Steinchen. Es hat die Steinchen. Währenddessen gucken wir mal, was Pflänzchen macht. Es dreht sich. The holy torch. Pick it up and give it a try. Oh. But remember what Mother Nature always says. Don't play Brennt. Fire. Ich lasse jetzt mal wirklich einen einfach just for fun mal von dem Teil erwischt werden. Und guck mal. Habe ich jetzt was bekommen? Ja, ich muss die auch auf verschiedene Arten sterben lassen. Einmal. Wahrscheinlich gehört Verbrennen auch dazu. Perfect. Now Allie knows how to defend themselves against the stinky flower. So. Ich warte noch ein bisschen, bis ich irgendwen verbrenne. Was mache ich jetzt damit? Angucken wahrscheinlich. Hallo? Wer hat die erlaubt, wieder zurückzukommen? Ich fackel auch mal einen Baum und einmal den Bambus ab. Dinosaurier kommen. Huh? Something seems to be on the move. A new natural oh nein! Ein Dino! Du frisst mir keinen weg! Obwohl, einmal muss ich dich einen sogar fressen lassen, glaube ich. Ja, muss ich. Tut mir leid, du stehst hier gerade so einsam. It's a new holy artifact. Hurry up and get it fixed. Nee, der will unbedingt Liebe haben. Dann halt du. Die können sich selber wehren. Obwohl einer muss gefressen werden. Ja. Ich lasse es mal nicht sofort zu. So. Aber ich habe auch nicht so viele von diesen Dichten. Da kommen Memes. Er ist schon auf dem Weg. Du gehst da nicht hin. Also ich kann ihn damit nicht umbringen.
Aber ich kann ihn damit von Orten fernhalten. Das Vieh kann schwimmen! Tut mir leid, aber einer muss sterben. Aim the blow dart at the target. Then press the move button to use it. Tut mir leid, aber einer muss. Leider dran glauben. Ah, hier! Fries! Fries! The dinosaur is weak and on the ground. Now it's time. Place an alley on the dinosaur's back to tame it. Ja! Isn't it awesome to ride a dinosaur? Zwei Steine fehlen noch. I want to try it as well. Hallo, darf ich den vielleicht auch mal blocken? Ein Teil fehlt noch. Congratulations. Durch Gift müsste einer noch sterben. Aber ich sollte vielleicht vorher erstmal ein paar Leute mehr holen. You were taught by me. Oh, die Sonne ist jetzt Let's da oben. Go to the next planet. Whoa! That was the way to the next planet. Ja. Something doesn't feel right. Hurry, go check what's going on. Okay. Wenn ich das richtig verstehe, muss wirklich einer jetzt noch durch Gift sterben. Aber ich will jetzt erstmal gucken, dass ich ein paar Leute mehr habe. Bevor ich jetzt wieder anfange, meine Leute erstmal umzubringen. Ich weiß nicht, wie schnell die sich fortpflanzen. So. Hat jetzt direkt einer Bock drauf, oder? Ich lasse dich erstmal da oben bringen. Und töte einen von den beiden, nachdem tot ist. Oder warte, läuft gerade einer frei herum? Ich will nicht den auf den Dino umbringen. Du. Du musst leider dran glauben. Okay, geschafft. I think you finished all the missions. Not bad at all. But to become a god who's capable to survive completely on your own, it's gonna take more than this. Okay. Pick up the crystal. Okay, ich heb den Kristall auf. Before we start, let's briefly talk about the apocalypse. Apokalypse soll ich spielen. And you will have to help the creatures to survive within the time limit. You will earn points for every enemy you take out. Okay. The higher the points you have, the better appreciation you will receive from the God's Council. Okay. Start anytime you feel ready. Ich fühle mich bereit. Ich will mal gucken. Das ist dann aber auch das Letzte, was wir heute machen. 3, 2, 1. Okay, das geht 3 Minuten. Okay, festhalten. Den abbrennt, nicht meinen Kollegen, den ins Wasser. Du vergiftet. Habe ich irgendwen, der frei ist? Ja, dich. Pflänzchen umbringen. Meteoriten blocken.
nächste Fackel nehmen. Wo ist Flintchen? Da. So, nächster. Oh, da ist schon wieder Dino. So, langsam abfackeln. Während ich. Oh. Das ist schwerer als gedacht. So, den einmal kurz abfackeln. Du, geh doch essen. Okay, das Viech ist tot. Okay, hier fallen die Meteoriten runter. Kann ich mir auch gleich nehmen. So, Blinzeln umnieten. Boah, ist das anstrengend. Brennt! Hab's noch umgebracht. 6300, ich weiß jetzt nicht, wie gut das ist, aber ich nimm's. So, dann reden wir jetzt mit dir. Achso, das ist jetzt nur der Rekord für das. Und wie mache ich jetzt zum nächsten Planeten? Muss ich dafür einfach Options gehen und dann Planeten. Ah, okay, hier. Planet Nanu, das ist das Tutorial. Planet Doren. Habe ich fertig. Und wie mache ich mir jetzt den nächsten Planeten? Ach, das finden wir am besten einfach beim nächsten Mal heraus. Ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich ein Abo und ein Like da lassen. Und ich gucke jetzt mal, wie ich an den nächsten Planeten reinkomme. Dann machen wir nämlich dort weiter. Wenn es euch gefallen hat, natürlich ein Abo und ein Like da lassen. Ihr seht ja unten nochmal, wie ich heiße. Shining. Den dürft ihr niemals vergessen. Der leidet vor euch vor der Kamera. Und nimmt das auch noch auf, aus irgendwelchen Gründen. Nein. Ja. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!